Okay, herzlich willkommen zurück zur Folge 3 von Let's Fly, diesmal von Berlin nach Hamburg. Und ich habe jetzt die Approach Phase aktiviert und wir fliegen hier unsere Transition bis zum ILS-Anflug von der 23. Und jetzt gehen wir gerade auf 10.000 Fuß, machen die Lichter an und wie ihr seht, ist jetzt hier auf dem Primary Flight Display sind diese Markierungen zu sehen und es wäre jetzt eigentlich schon okay, wenn ich die Flaps auf die erste Setting raushaue. Zumindest sagt mir das hier mein Manual, das ich mir zu Rate gezogen habe und das probiere ich jetzt mal aus. Also dann gehe ich mit den Flaps auf 1. Okay, und ihr seht jetzt oben kommt diese neue Begrenzung und hier haben wir wieder dieses Ist-Gleichzeichen. Das ist sehr klein. Aber das ist der Punkt, an dem ich auf das nächste Flap-Setting gehen darf. Und jetzt lasse ich die Flaps aber mal bei 1, weil sonst werden wir hier für den Anflug zu langsam. Okay, das scheint jetzt mal so zu klappen. Allerdings habe ich jetzt wahrscheinlich die Flaps viel zu früh rausgelassen, aber ich lasse es jetzt mal so. Das lasse ich jetzt mal so, diese Konfiguration und schau mal, wie das läuft. Okay, wir sind jetzt schon ziemlich fortgeschritten in unserem Approach und jetzt werde ich mal hier laut Handbuch das Approach aktivieren. Und ILS ist schon aktiviert. Hier müssen wir noch den Localizer aktivieren. Das stimmt jetzt, glaube ich, nicht ganz. Jetzt haben wir den Localizer. Und den müssten wir jetzt eigentlich gleich mal capturen, wenn wir Glück haben. Ich glaube, ich melde mich wieder, wenn ich established bin. Ich glaube, sonst wird das hier zu langweilig für euch. Okay, den Localizer haben wir. Und jetzt aktivieren wir hier mal den Approach und dazu den zweiten Autopiloten. Und da jetzt auch schon von der Geschwindigkeit her eigentlich die Marke erreicht ist, könnten wir eigentlich auch schon Flaps 2 aktivieren, aber das lasse ich jetzt noch, weil wir sind noch relativ weit von der Landebahn weg. Das wird jetzt ein bisschen zu früh. Und Glideslope haben wir auch noch nicht gecaptured, also ich denke, es ist noch zu früh. So, wir sind kurz davor, den Light Slope zu capturen und da vorne sehen wir auch schon die Landebahn. Und ja, jetzt haben wir sie und das heißt für mich jetzt, ich gehe auf Flaps 2. Okay. Und jetzt muss ich wieder warten, bis hier dieses Ist-Gleichzeichen, ich hoffe ihr seht es gut, erreicht ist und dann kann ich die Flaps weiter rausgeben. Dann machen wir noch die Ground Spoilers rein.
Das müsst ihr zwar selber bei der Final Checklist drin haben, aber das mache ich jetzt selber. Und dann geben wir das Fahrwerk raus. Das ist auch eine zusätzliche Bremse. Da kommt's. Flaps noch mal weiter raus. Flaps full. Und Flaps full. Okay. Landing checklist. Ah, okay, Landing checklist kommt jetzt. Down and locked, we green. Ground spoilers. Checked and armed. Water brakes. Medium. Exterior lights. Are on. Going on altitude. Checked. Landing memo. Checked, no blue. Ja, gut, dann schätze ich, jetzt probiere ich wieder mal mein Glück mit der manuellen Landung. Okay, Auto-Throttle ist weg. Dann nehmen wir die Auto-Brakes weg. Und die zwei Autopiloten. Okay. I have control. Glidestop haben wir schön drinnen. Speed passt auch. Also noch nicht schön auf Landebahn allein, aber das müsste eigentlich auch gleich kommen. Ein bisschen zu schnell noch. Approaching 2, 3. Geschwindigkeit wegnehmen. Ein bisschen tiefer müssen wir noch sein. Minimum. Continue. Landing. 100. Flight slope. 50. 40. Flight 30. Slope. 20. Retard. Retard. Ground spoilers. Aus.
Ja, und da wären wir in Hamburg. APU ist schon gestartet, sehr gut. Ja, ich würde sagen, die Landung hat ganz gut geklappt. Wenn man so ein bisschen das Gefühl für das Flugzeug bekommen hat, dann geht das eigentlich ganz gut. Und ja, ich denke, das nächste Mal werde ich wieder meine automatische Landung ausprobieren, ob ich das wieder schön hinbekomme. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts weiter zu tun, als noch in die Parking Position zu fahren. Und dann melde ich mich wieder, sobald wir dort angekommen sind. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch übrig, mich von euch zu verabschieden. Das war wieder mal eine Folge von Let's Fly von Berlin nach Hamburg mit dem Airbus X Extended. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, bitte wie immer, lasst mir ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne als nächstes sehen würdet, beziehungsweise was eure Wünsche und Vorstellungen sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Happy Landings! Parking checklist. Parking brake and chocks. Chocks set. Parking brake released. Engine master. Both off. Seatbelt signs. Set off. Beacon lights. Set off. Exterior lights. Set off. Anti-ice. Are off. Fuel pumps. Set off.